es ist zum siebten Mal und das verflixte siebte Jahr stellt sich als hervorragend heraus. Die Stimmung ist schon seit Tagen generell, also genial gut. Also es kribbelt natürlich, seitdem wir gewusst haben, es ist das Wetter gut, ist natürlich, haben wir schon gewusst, wir werden viele, viele Starter zusammenbringen. 27 Nationen sind wieder am Start. Es ist einfach nur ein kribbelndes Gefühl, wenn der Radmarathon immer ansteht. Es ist noch alles gut, ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, das wird ein tolles Rennen heute. Also Hauptsache sturzfrei und Spaß haben. Ja, es ist ein gemischtes Gefühl, also die Vorfreude und die Aufregung heute sind so in der Waage. Aber das Wetter ist super, ich bin zuversichtlich. Mostly we are here to enjoy, but we will definitely give it our best. Es ist so ziemlich das letzte Rennen vor heuer gewesen, oder der letzte Marathon. Den so abzuschließen vor der eigenen Haustür, was Schönes Kusspost nicht geben. Ist aber saugeil, ich freue mich schon auf eine halbe mit ein paar Freunden. Ich bin überglücklich. Ich hätte mir das nicht erträumt, dass ich eigentlich aufs Podium komme. Es war sehr, sehr knapp. Es hat schon einen riesen Endorphin-Ausstoß ausgelöst. Es war echt toll. Ich glaube, sie haben alle recht an Spaß gehabt. Für uns ist es natürlich eine Auszeichnung, weil wir unsere Radwege herzeigen können, unsere Topografie in der Region im Unterland. Ich habe gehört, es ist eigentlich alles gut über die Bühne gegangen. Deswegen eine Gratulation an alle Veranstalter. Das war sicher wieder ein gelungenes Fest. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass 27 Nationen einfach in unserer Stadt zusammenkommen. Und es kommen uns ja alle zugute, ob das Wertschöpfung ist oder sonst was. Und das Netteste ist natürlich einfach das Zusammenkommen vor die Leute.